Nikki war wohl kein großer Skrull-Fan. Nenn mir auch nur einen Skrull-Fan. Stimmt. So, das hatten wir. Draufstarren ändert nicht, was da steht. Ja, ist ja gut. Da steht überhaupt nichts. Das sind nur die Fantasien eines verwirrten Kindes. Eines verwirrten Kindes? So redet man nicht über seine Tochter. Ah, jetzt haben sie wieder was zum Aufziehen. Ist noch jemand komisch, dass wir Nikkis Sachen einfach so durchsuchen? So viele Gedanken. Kadett Gold. Könnte er es wirklich sein? Ich hatte etwas völlig anderes erwartet. Ist das gut oder schlecht? Er ist nicht wie andere Erwachsene. Das heißt, irgendwie schon. Aber dann ist er wieder ein großes, dummes Kind. Redet ihr über mich? Ihm haben meine Kunstwerke gefallen. Ziehen sich alle Terraner so an? Und wenn ja, warum? Mom wird nicht über ihn reden. Sie sagt, ich soll vergessen, dass ich ihn je getroffen habe. Umso mehr Grund, tiefer zu bohren. Peter Quill ist ihr Vater. Es ist seine Pflicht, sich in ihr Privatleben einzumischen. Nikki hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir sie benutzen. Was sagst du dazu, Rocket? Haben wir überhaupt genug Material? Nö, ne? Dagegen hätte. Alter, ich muss dieses Vibrieren von dem Controller ausschalten oder weniger machen, das... Oh. Ich hab nix. Wo waren wir? Wir haben dir zur Vaterschaft gratuliert. Ach man, Drax. Okay. Zu Corells Büro müsste es durch die Rohre links gehen. Ja, ich sehe eine Öffnung. Auf der Innenseite könnte ein Riegel sein. Du gestattest, Stardad. Sehr lustig. Jungs, könntet ihr mit den Späßen aufhören? Wir wissen immer noch nicht, ob es ihnen gut geht. Ich kann gleichzeitig besorgt sein und über dich lachen, Peter Quill. Dito. Ich muss zugeben, Quill hat eine beeindruckende Anlage gebastelt, wie sie ihr Terminal an das Notstromnetz angeschlossen hat. Hab doch gesagt, sie ist ein kluges Kind. Vielleicht hat Peter Quill dieses Kind doch nicht gezeugt. Das ist auch so. Sie ist einfach nicht doof genug. Vielleicht schlägt sie ja komplett nach der Mutter. Wenn ich ein Kind hätte, wäre sie oder er mit Sicherheit super cool und klug. Also genau wie Nikki. Ich, nehm's an. Vielleicht, ja. Okay, dann hat sie definitiv alles von der Mutter. Ihr seid so schweineecht. Dringende Quarantänewarnung. Xandar Worldmind. Wir senden diese Nachricht an jeden Helm, jedes Terminal und jedes persönliche Gerät des Nova Corps, um sicher zu sein, dass alle Corps-Soldaten informiert sind. Tragen Sie bitte dazu bei, die Nachricht zu verbreiten. Wir haben nach den aktuellen Ereignissen auf der Harlas Hope und der Rock-Station beide Einrichtungen unter Quarantäne gestellt. Der Kontakt mit kürzlich dort stationierten Personen ist strikt untersagt. Reagieren Sie nicht auf Funksprüche, Notsignale oder direkte Bitte um Hilfe, bis wir die Lage vollständig analysiert haben. Wir glauben, dass ein psychologischer Angriff auf das Nova Corps stattgefunden hat, kennen aber die dabei angewandte Methodik noch nicht. Es ist unklar, ob eine Verbreitung von Person zu Person möglich ist, aber wir wissen, dass es sich schnell ausbreitet. Wir müssen uns bis auf Weiteres selbst isolieren, um weitere Infektionen zu verhindern. Infektion? Das ist der Aufzug, den ich mit Corell und Nikki benutzt habe. Mit etwas Glück sind sie vielleicht gerade auf dem Weg nach unten. Wann hatten wir schon jemals Glück? Nie! Dazu, dass wir hier deine Freundin treffen. Es war eh unwahrscheinlich. Ich weiß nur, dass ich diesen Aufzug langsam wirklich hasse. Ihre Gesetzessprechung ist scheiße. Alles für dich, Gamora! Mach sie fertig, Drax! Gehe! Das Worldmind sollte unsere Strafe besser nicht um das Chaos und die Zerstörung hier erweitern. Sie waren Nova Corps! Wusste der Rest von euch schon, dass Peter Quill der Vater des Kindes ist? Müssen wir wirklich jetzt darüber reden? Ah, ist das geil. Also, war das Zufall oder wussten Sie, dass wir kommen? Entschuldigung? Woher soll ich wissen, ob es Quill gut geht? Wann geht es ihm denn jemals gut? Okay, jemand verwundet. Was denn? Packen Sie jetzt etwa die Vatergefühle aus? Uns geht's gut, Peter. Wir wissen, wie man kämpft. Ich weiß. Es ist nur... Wir finden Sie. Keine Sorge. Du hast gesagt, Corells Büro war irgendwo oben? Ja. Wir müssen einfach nur raus. Nächster Halt, Corells Büro.
komm schon, gib's einfach zu, Quill. Du wirst gerade richtig panisch. Diese ganze Versager-Dad-Sache muss dir ziemlich zusetzen. Manche brauchen viele Jahre, um wirklich elterliche Verantwortung übernehmen zu können. Okay, die Aussicht, vielleicht ein Dad zu sein, macht mir ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst. Nimm die Panik an, Peter Quill. Sie ist die Essenz der Vaterschaft. Was? Okay, das sieht nicht gut aus. Okay, das war Rocket. Fand ein Kampf statt. Ja, genau darauf habe ich reagiert. Ich reagiere auf meine Art darauf. Das sieht nicht gut aus, Peter. Wir wissen nur, dass hier gekämpft wurde. Wir wissen nicht, wer gesiegt hat. Kriegst du die Dinger irgendwie klein hier? Kann ich hier außen rum? Wo ist jetzt dieses Büro, Quill? Es muss hier irgendwo sein. Beim letzten Mal herrschte nicht so ein Chaos. Folge im Zweifel dem Gestank des Todes. Im Gestank des Todes. Da musst du aber aus dem Weg gehen, weil ich riech nur dich. Kundebericht. Wir haben uns verlaufen. Haben wir nicht. Kundebericht. Das ist so geil. Hier ist aber nichts. Hier ist tote Hose. Mir ist gerade was klar geworden. Niki ist eine Tech-Expertin, kennt sich auf dem Schiff aus, passt in enge Räume. Wage nicht, diesen Satz zu verändern. Oh, also sie scheint sich gut mit Peter zu verstehen. Viel Glück dabei, mich durch ein totes Kind zu ersetzen. Hallo? Corell? Niki? Ist alles vollgemalt. Sieht leer aus. Fühlt sich leer an. Vielleicht verstecken sie sich. Waren da schon immer seltsame Schriftzeichen an der Wand? Ich werde versuchen, in ihren Computer zu kommen. Ich will meine Strafakte löschen. Okay. Ein Witz, ich greife auf ihre Logs zu. Wollt ihr wissen, was hier passiert ist oder okay. nicht? Okay. Bring them der back. Rest von uns sieht sich um. Vielleicht haben sie einen Hinweis hinterlassen oder so. Weil die Hinweise stehen hier an der Wand auf dem Boden, Mann. Anzeichen eines Kampfes, Peter Quill. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich habe lecker. Um auf deine Frage zu antworten, ich habe auch davor das Avengers-Spiel gespielt und das war hundsmiserabel. Hier Steuerung ist gut, grafisch ist es ein Träumchen. Was kann man noch dazu sagen? Der Humor ist halt geil. Man muss halt dazu sagen, sie sieht überhaupt nicht aus wie ich. Sie das hatte genau. ich. Außerdem, warum sollte Corell mir das nicht einfach sagen? Um ihre Tochter zu schützen, mit dir zu komponieren, war gemäß der Kree Reinheitsgesetze ein Kapitalverbrechen. Die gibt's doch nicht wirklich, oder? Die Kree sind extrem streng, wenn es um ihre Blutlinien geht. Als Drax ist so geil. Corell sagte, wir sollten das nicht tun. War das so gemeint? Gut, so, ich bleib jetzt mal stehen, dann kann ich dir antworten. Also es zieht mich mehr definitiv wie das Avengers-Spiel. Von der Story her finde ich es eigentlich auch recht ansprechend. Das, was vielleicht viele nicht sehen, das Spiel hängt an den Comics, nicht am MCU, also nicht an den Filmen. Die haben nicht nur die Lizenzrechte nicht gehabt, um hier den Herrn hier wie Chris Pratt aussehen zu lassen, sondern das war Absicht, dass sie das mehr Richtung Comic machen. Und zum Beispiel, Fakt, das wurde auch hier jetzt schon ein paar Mal erwähnt, in den Comics hat Drax Thanos getötet. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die dann ein bisschen... ist noch so ein Kopf? Das muss Corells erstes Kind sein. Ich weiß noch, sie hat oft von ihm gesprochen. Er war auf Hala, stimmt? Ja. Ihr Kind und ihr Mann. Erklärt, warum sie im Krieg so furchtlos war. Hallo, kannst du mal das Bild anzeigen? Also ich hoffe, die Antwort bringt dich weiter. Ist absolut spielenswert. Wie gesagt, ich habe immer das größte Problem bei so Spielen mit der Steuerung, wenn es hakelt oder sonst irgendwas, weil ich bin nicht so der Ballerfuzzi. Und mir fehlt es da doch ein bisschen an Skill. Nein, es ist eine Stärke.
Aber es ist okay. Also man kann es wirklich sehr, sehr gut spielen und ist jetzt wirklich eins der besseren Spiele aus dem MCU. Ich persönlich zum Beispiel finde die Spider-Man-Spiele super öde, weil es prinzipiell immer das Gleiche ist. Top-Grafik, alles super, aber bei mir muss Story dabei sein. Die Kree haben Comics? Das wundert mich. Der Rat der Kree ist sehr streng, was die Freigabe von Unterhaltungsmedien angeht. Dann könnte das vielleicht super wertvoll sein? Von wie wertvoll reden? Ja, also bei mir muss immer ein bisschen Story im Spiel mit bei sein. Aber irgendwas daran ist komisch. Und das Spiel hier, das strotzt vor Story. Oder so, keine Ahnung. Steht das Geburtsdatum des Mädchens auf diesem Dokument? Passt zur Schwangerschaftsdauer der Queen. Woher soll ich das wissen? Der Drax will's ganz genau wissen jetzt, ob ich Papa bin. Sehr schön. Ob Nikki das angefertigt hat? Ey, zuzutrauen. So. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Ist natürlich, ich habe weder Orientierung, noch bin ich gut in so Ballerspielen. Das ist natürlich bei so einem Spiel hier, bin ich dann natürlich absolut vorne mit dabei. Absoluter Pro. Kann jemand hiermit etwas anfangen? Nein, aber es riecht nach Gewalt. Was ist los mit dir? Du hast doch immer alles wörtlich genommen. Ich bin entwicklungsfähig. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Blaues Blut. So. Auf, hau raus. Ist das schon drin? Das Ding ist gut gesichert. Ich brauch Zeit. Okay, sag Bescheid. Ja, klar, ich sag mal, welcher Film stimmt exakt mit dem Buch überein? Also da gibt's echt wenige. Und interaktiver Film? Jein. Also ich habe schon schlimmere Spiele gespielt, wo man durchaus weniger gemacht hat während dem kompletten Spiel. Das letzte Beispiel, Dark Pictures, was jetzt rauskam, findest du auch bei mir auf YouTube. Ich hab's Let's Played. Das war ein interaktiver Film. Da hast du eine Minute lang irgendwas gedrückt, irgendwelche Quicktime-Events und dann war es wieder. Dann hast du wieder Film geguckt. Hier musst du schon ein bisschen mehr machen. Aber ich gebe dir recht, ja, es fühlt sich an wie ein Film, wo man so ein bisschen mitspielt, ja. Das kann gut möglich sein. So, jetzt habe ich hier natürlich nicht aufgepasst. Was soll ich machen? Durchsuche Corells Büro nach Hinweisen. Das ist ja nicht ihr Büro, das ist ja ihr Schlafzimmer. Das ist von der Kleinen das Schlafzimmer. Da hinten komme ich nicht rein. Warte mal, habe ich hier beide Bilder angeguckt? Was ist denn das hier? Das ist ja mal beachtlich. Für tapferen Heldenmut gegen unerbittliche Tyrannei. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Kree vergeben. Warum habe ich sowas nie gekriegt? Ich war auch ein Held. Du bist kein Kree. Nee. Ein Terran. Oh, warte mal, hier unten liegt was. Was ist das? So eine Art Drohung? Der Rat der Kree verlangt Beweise für Nikis Abstammung gemäß der Kree-Reinheitsgesetze. Aus rechtlicher Perspektive war danke. Sehr nett. Aus anderen Perspektiven auch. Das sieht nicht gut aus. Für dich? Nein, für Nikki. Wie stehen die Chancen, dass die Kree mit dieser Sache zu tun haben? Oh, könnt ihr mal aufhören zu labern? Ich würde es gerne vorlesen. Bevorstehender Besuch. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten, Loverboy.
Arsch! In der Zeit habt ihr das alles selbst gelesen. So. Hey, Quill! Willst du das jetzt sehen oder nicht? Bin doch da, was willst du denn? Hast du selbst gespielt oder hast du woanders geguckt noch? Weil du sagst, du kennst schon ein bisschen was. Ja, was ist denn? Achso, ich soll selbst gucken. Was sehe ich mir da gerade an? Nichts. Sie ist der Captain. Captains führen Logbücher. Führst du eins? Ich versuche dir zu sagen, dass sie weg sind. Alle. Quill malt sein Logbuch wahrscheinlich. Das ist ein Ausmalbuch. Hast du es mal aus- und eingeschaltet? Was ist mit Backups? Hat nicht jedes Nova-Schiff einen zentralen Speicher oder sowas? Ein Nexus-Mainframe, ja. Wenn irgendwo Geister im System sind, dann da. Ich weise das kategorisch zurück. Keine echten Geister, Drax. Er spricht von Daten. Oder? Ja, aber dann müssten wir direkt auf den Nexus zugreifen. Das hieße, wir müssen zur Brücke. Wir gehen erst, wenn wir wissen, was passiert ist. Also zur Operationszentrale. Dem Schiffsplan zufolge geht's direkt hier durch zur Brücke. Hier durch? Komm ich aber nicht. Dadurch. Sag das doch. Hundebericht. Da unten ist einer der Priester, oder? Okay, dann steckt also die Kirche wirklich. Oh, Mist. Ich bin gut. Na, vergesst es. Ich bin weg. Nicht bewegen. Ein Krieger zögert. Oh oh. Was zum Henker ist das denn? Hundebericht, wir werden angegriffen. Von einem Riesenroboter? Test mal aus. Okay, ja, das ist definitiv mit Hundebericht wert. Lass sie runter, ich sag dir, lass sie runter! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen. Er ist so ehrwürdig wie groß. Wir müssen ihn... Ich werde ihre Knochen brechen. Lass sie weg, Bocke! Auf etwas mit Haut einzuschlagen ist ungleich befriedigender. Weißt du, was auch befriedigend ist? Nicht zu sterben. Kann ich den einfrieren? Der Kerl frisst die Munition einfach. Der bringt... Oh, Alter! Für den Hundebericht wäre ich für Roboterpriester anstatt Priesterroboter. Was? Einfach so? Können wir mal Pause machen? Halte durch! Hol sie dir, Tiger! Eigentlich dieser. Alter, Rocket ist auch platt. Der Kleine braucht Unterstützung. Bin schon da. Kumpel, ich bring dich wieder auf die Beine. Peter Quill, entfessle dich gegen diese Narren. Spüre meine Zorn. Das tut doch nicht weh. Nicht sehr. Wir mussten lediglich geräuschlos diesen Korridor passieren. Hä? Machen wir das jetzt? Die Verteidigung ist herausragend. Huch. Keine Arme, keine Kekse. Nein, niemand gibt mir die Schuld daran, dass das klappt. Aua. Das ist ein großer, böser Drecksroboter. Die Lösung trifft deinen Schöpfer. Ich könnte ein dieser Friedigende auf Fleisch schlagen. Genau so geht's mir beim Zustecken. Aua, Alter! Kann er mir mal erklären, wie der... Och, ich löse jedes Mal dieses Scheißding aus. Als ob der hier keinen Schmerz empfindet. Für die Zukunft. Ihr müsst wirklich an eurer Fleischtechnik arbeiten. Machen wir das gut. Du solltest dich darum kümmern, Peter. Entschuldigt meine mangelnde Vorsicht. Nur eine Fleischwunde. Das wird wieder. Roboterpriester. Ich bin gut.
Groot. Groot sagt, der Köter antwortet nicht. Versuch's weiter. Wir anderen versuchen, einen Weg hier rauszufinden. Wirklich? Das ist der Serverraum, richtig? Und Server bedeuten Daten.